Ja, hi, willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni. Letztes Mal haben wir sämtliche Nebenmissionen, die man jetzt. Na oh, was ist das da? Nach Perdida bekommen kann, abgeschlossen. Ich habe hier eine Kiste übersehen. Die machen wir doch gleich mal auf. Hier was Tolles drin? Ja. Kann ich was mit anfangen? So, aber jetzt gehen wir nach langer Zeit zum Plot zurück. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es waren. 4 oder 5? Oder waren es doch nur 3? Wie wir jetzt mit Nebenmissionen verbracht haben. Wir haben ja die Fanfare gesammelt. Und das mussten wir tun, um diesen grässlichen Nebel da unten wegzumachen. Weil der hindert uns an Weiterkommen. Weil da oben kann man schon so eine Art Schloss erkennen. Das ist Shadars Schloss. Die Monster haben Angst vor mir, okay? Auf in den Totenmarsch. Da wären wir also wie der to die Totenmarsch. Nicht gerade der einladendste Ort auf der Welt. Kann kaum das Licht von meiner eigenen Laterne sehen. Tja, dann mal los. This not the perfect moment to make things clear? Indeed it is, master! Show it to him! Show him how cruel the truth can be! Your wish is my command! The one who heals the brokenhearted, the savior of this world of sadness. Are you really the one? Well then, show me. Show me the true power that dwells in your heart. Okay, was ist genau so witzig? Die Totenmarsch. Jetzt können wir sie überqueren. Er wartet dort auf uns, nicht wahr? Ja, er wartet. Shadar. Ich fühle mich beobachtet. ja. Die haben irgendwas von Wahrheit gefaselt. Zurückhaltung, Güte, Enthusiasmus, Ehrgeiz, Liebe, Glaube. Nee, das ist, meine Fiole ist komplett. Das ist nichts mehr für die Fiole. Okay. Dann gehen wir mal durch die Totenmarsch durch. So, du kannst weg. Du hast deinen Sinn, deinen Zweck erfüllt. Dann speichern wir noch mal kurz und ja, begeben uns durch die Toten. Alter, die Monster haben Angst vor mir? Warum? Ich gehe erstmal hier nach links. Das ist doch ein neuer Dungeon quasi. Warum haben die Monster Angst vor mir? Und die sehen alle ziemlich düster aus.
Das war nur eine blaue Kugel. Ich dachte, da kam Herz hin zum Vorschein. Das sind alles Endstufen von Monstern. So viel sollte klar sein. Also die hat man alle schon in ihren Vorstufen im Spiel gesehen. Die Sonne haben wir ja. Ich glaube, den kleinen... Frage auch. Oh, hier gibt es Sternkristalle. Das ist gut zu wissen, falls ich mal wieder was zum Entwickeln brauche. Eine Tasse Espresso. Ah, wir haben später einen Abend. Ich brauche keinen Espresso. Wo ist denn mein Zielpunkt? Oh ja, da ganz oben. Die Frage ist, wo ich lang gehen möchte. Links oder rechts? Die haben alle Angst vor mir. Okay. Ich gehe erstmal hier links lang. Da ist eine lilane Kiste, an die ich nicht rankomme. Warum haben die Monster Angst vor mir? Klar, ich habe den einen oder anderen Toki gemacht für Lorenz Mission, aber... Bin ich echt so overpowered, dass die Monster Angst vor mir haben? Ich kann mal nach dem Kampf gucken auf mein Level. Ich glaube, ich bin noch unter 50, oder? Und so viele Tokis hatte ich gar nicht. 4 oder 5 vielleicht? Ne, 4 waren es. 55. Ja, okay. Ich bin schon ziemlich hoch, mit Ausnahme von dem Dino, aber der ist broken halt, dann ist das in Ordnung. Und Greifchen. Greifchen hat übrigens seit geraumer Zeit sein Maximallevel erreicht. Kann sein, dass wir den irgendwann mal austauschen. Da wäre ich vergiftet, ne? Das kann ich nicht verhindern, wenn ich da durch möchte. Da hat das Spiel mich gebaitet. Hier kann man einfach in den Kreis gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte da unten an der Abzweigung zuerst hin lang. Weil das irgendwie optional auf mich wirkt. Okay, wenn es hier heißt, die Monster haben Angst vor mir, dann bin ich ja anscheinend stark genug. Das wird sich wahrscheinlich in Shadars Burg dann ändern. Und spätestens im Postgame, also irgendwann wird es wieder passen. Ich muss auch sagen, eben als ich gekämpft habe, dass dafür, dass es eine der letzten Dungeons ist, es ging schon relativ easy. Ja, die haben Angst vor mir, okay. Wenn sie Angst haben, dann lasse ich sie in Ruhe. Dann gehe ich einfach meiner Wege. Hier werde ich jetzt wieder vergiftet. Aber wenn ich nicht kämpfen muss, kann ich das Gift doch einfach drauf lassen, oder? Das kostet mich halt immer MP. Ja, die haben keinen Bock auf Kämpfen mit mir. Überhaupt nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was der richtige Weg ist und was optional ist. Ich möchte halt alles einsammeln, was es hier gibt. Pudding. Auch wenn vieles halt nicht so ganz von Relevanz ist. Wie zum Beispiel der Pudding. Damit kann man halt seine Vertrauten noch buffen, aber ich benutze das eigentlich nie, obwohl man das eigentlich machen sollte. Okay, der hat auch Angst. Und der Weg teilt sich schon wieder. What the hell? Ich gehe erstmal hier hin. Hier muss ich durch eine Giftpumpe. Aber das endet in der Sackgasse mit einer Kiste einfach. Okay. So, ich lasse mich mal vergiftet. Weil ich muss auch wieder zurück. Monster, Monster, die haben alle Angst vor mir. Schloss öffnen. Was haben wir da drin? Ein Dämonenzahn. Ist das eine Waffe? Ich guck mal unter Items.
Nee. Was ist das dann? Das ist ein Accessoire, was ich wem geben kann. Wer kann das tragen? Ich habe das öfter sogar. Kann er das tragen? Ja. Plus 7 Angriff. Macht jetzt nicht so die Welt aus. Kann er das tragen? Komm. Das kleine Vieh ist... Ich sehe es gerade. Es ist doppelt so stark wie mein... Wie mein Tiger. Aber der Tiger ist halt schnell. Und ich mag den mehr. Hä? Ich war doch noch vergiftet. Warum? Ui. Ich sehe das gerade. Die Vergiftung hat zugeschlagen. So, okay, da habe ich was Optionales liegen gelassen. Sehe ich schon, oder? Vielleicht ist das eine Verbindung einfach, auch. Okay, der hat auch keinen Bock auf mich. Davon habe ich auch schon eine Vorstufe. Okay. Hier geht's weiter. Das ist auch ein Safe-Punkt. Ich schätze mal, dass der Gang jetzt mit denen da verbunden wird. Dass man quasi einmal im Kreis läuft. Könnte sein. Könnte vielleicht aber auch nicht sein. Keine Ahnung. Also da oben war der Safe-Punkt. Also da, wo der Safe-Punkt ist, wird es weitergehen. So sollte es auf jeden Fall sein. Bin komplett lost. Wo ich lang muss. Hier ist übrigens nichts. Naja, solange die Monster Angst vor mir haben, ist ja alles gut, ne? Bin ich anscheinend zu stark. What? Da ist der Safe-Punkt. Okay, dann ist das da rechts eine Sackgasse. Dann habe ich das ein bisschen verwechselt. Das sah halt von Weitem so aus, als ob der andere Gang zum Safe-Punkt führt. Aber Safe-Punkt ist ja wie immer Indikator dafür. Richtiger Gang. Ne? Okay. Dann gehen wir erst hier lang. Hier haben wir noch eine grüne Kiste, die wir natürlich haben wollen. So, dann da lang. Stellt euch mal vor, ich wollte die Monster hier fangen, ne? Das wäre aber mal richtig assi, weil die ganze Zeit Türmen vor mir. Wahrscheinlich wird das Spiel mit diesen mehreren Gängen einfach nur... Ne, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe gedacht, ich gehe in den Kreis, aber es ist nicht so. Okay, dann müssen wir jetzt eine Menge zurücklaufen. So, das können wir mittlerweile auch aufmachen, diese lilanen Kisten. Weil wir ja Morgenstern komplettiert haben. Okay, okay, okay. Ja, spätestens, wenn wir hier... durch sind, wird es ein bisschen spannender, Leute. Ihr habt ja gesehen, Shadar hat noch einen Handlanger, der mir die Wahrheit offenbaren soll. Es gibt anscheinend noch einen Plot-Twist. Ich kenne ihn, aber ich werde es euch nicht verraten. Das verdirbt ja den Aha-Effekt. So, jetzt gehen wir einmal noch ganz am Anfang. Ja, dann war das ein Fehler, da umzudrehen. Aber ich dachte echt, das führt mich zum Endpunkt. Das war aber eine Fehleinschätzung. Aber okay.
Da die Monster hier nicht so wirklich kampfeslustig sind, geht das ja einigermaßen in Ordnung. Stellt euch vor, die wären kampfeslustig. Dann wird das ein bisschen länger dauern. Aber sie haben Schiss vor mir! Die Weicheier! So, da oben war ich noch nicht. Da gibt es noch eine Kiste. Aber bisher lohnt sich auch nicht so wirklich viel hier. Das schon eher. Wie viel Leben habe ich? Ah, ich kann nicht mehr weiter gepoisoned werden, weil ich schon auf 1 runter bin. Ja, solange ich nicht kämpfe, ist das ja eigentlich scheißegal auch. Ich mache vorsichtshalber einen kleinen Abstecher zum Grabstein. Noch erkämpft doch ein Monster und ich stehe da mit 3 Charakteren mit 1 LP. Wäre nicht so geil, um ehrlich zu sein. War ich da oben schon drauf? Ja, die Kiste ist geöffnet. Okay, da bin ich eben umgedreht. Was heißt eben? Am Anfang des Videos. Ja, man sieht, da ist eine Kiste und das war's auch dann, ne? Ne, da geht's noch weiter. Muss ich einfach durch das Poison durch. Was haben wir da? Tottentracht? Ja, toll. Das durch das Poison durch müssen, das hätte ich mir sparen können. Ist einfach Sackgasse. Ich gucke mal, was meine Typen jetzt so... Ich habe das hier bekommen, ne? Kann das eigentlich er auch tragen? Ne, er hat was anderes, ne? Ja. Ja, den Soundtrack kennt man schon. Aber ich mag ihn halt sehr. Der Soundtrack des Spiels ist wie so klasse. Das hier ist zwar ein Remaster, aber man muss bedenken, das Spiel ist von 2013 und dafür ist es echt, echt klasse. Ich verlaufe mich schon wieder. Zum Glück hat man eine Karte. Wobei das Remastered jetzt nicht so viel geändert hat. Also eigentlich gar nichts. Bisschen halt grafisch aufgehübscht. Und man kann es jetzt mit 60 Frames spielen. Ich glaube, vorher waren es 30. In der Originalfassung. Ich habe jetzt die Originalfassung gar nicht mehr vor Augen, deswegen kann ich die Unterschiede gar nicht so deutlich erklären. Das Originalspiel ist halt ein PS3-Spiel. Aber ich finde auch, das Remastered hier kann sich optisch durchaus noch sehen lassen. Das ist halt hier dieser Studio Ghibli-Look, der das so schön aussehen lässt. Der Stil ist halt fantastisch. So, ja, der Stern ist noch eine Weile weg, aber wir kommen zum nächsten Safe Point. Ich glaube, beim Stern wartet ein Boss einfach. Der Handlanger von Shaddaa, um genau zu sein. Und was wir dahin noch erkunden, das weiß ich nicht. Oh, jetzt bin ich in einen reingelaufen. Macht ja nichts. Der hat keine Angst. Da habe ich gerade, ehrlich gesagt, nicht drauf geachtet. So, jetzt kann ich das mal in Kampf ja... Ja, der hat die Magie. Okay, wenn man Schnuri angreift, 3, 4, sagen wir 5 Hits und die Gegner sind down. Das ist schon ziemlich schnell, muss man sagen. Vor allem, wenn Greife hier mit seiner Bissattacke da loslegt, dann sind die instant weg.
Ja, okay. Ich kann schon verstehen, warum die Monster Angst haben. Also, die sind jetzt nicht so ganz stark. Okay, was haben wir hier? Einen riesigen Meeresstrudel. Bin ich schon in der Nähe des Sterns? Ah, gleich, okay. Ist doch näher als gedacht. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet, um ehrlich zu sein. Also, ich habe in meinem Leben ja schon einige schäbige Orte gesehen, aber der hier schießt echt den Vogel ab. Ich kann ihn spüren. Er ist nicht mehr weit. Shadar. Hetzerherz. Hehehe, wie lange habe ich auf euch gewartet? Shadars schadenfroher Scherge nehme ich an. Hehe, gut beobachtet, ich bin Hetzerherz. Für Shadar ist in der Tat mein Meister und er war es, der mir das hier anvertraut hat. Die Seelenfalle. Die Seelenfalle? Da drin ist Alice gefangen. Das stimmt, Olli. Wenn wir sie dann nur rausbekommen könnten, dann wird meine Mama wieder zurückkommen. Hehe, so spricht der Junge, der nach der Wahrheit hungert. Hetzerherz, lass alles gehen. Bist du sicher, dass du dafür bereit bist? Wie meinst du das? Das wirst du schon sehen. So, mal gucken, ob du ein bisschen mehr drauf hast als deine Schergen. Höllenhau. Oh, das ist nicht gut. Vergiftung will ich hier nicht sehen. Dieser Bombenangriff nervt gewaltig. Du musst dich auf jeden Fall davor schützen, Olli. Verteidigung ist der beste Angriff, klar? Alter, Tröpfchen, du hast meinen Entgiftungszauber neutralisiert durch deinen Scheißauftritt. So, ich hole mir mal einen dicken Klops. Ja, der betäubt mich. Hat 5 Schaden gemacht. Ja, der Dinoceros ist halt OP. Muss man ganz eindeutig sagen. Ist zwar langsam, aber wenn er zuhaut, dann haut er richtig zu. Und der steckt halt physisch alles weg. Da musst du schon extrem underlevelt sein, damit der dicken Schaden bekommt. Jetzt kommt wieder Höllenhauch, das heißt, ich bin wieder vergiftet. Alle? Alle. Nee, Olli nicht. Aber ist okay. Doch, Olli auch. Okay. Esther, Sven? Seid ihr Herr der Lage? Kriegt ihr das eine Weile ohne mich hin? Dass ich euch entgiften kann? Was macht er? Pombe, okay. So. Holen wir uns ein Dino und... Komm, noch ein kleines Stück. So, das war's. Sehr schön. Und wir kriegen ein Level Up, was sehr schön ist. Noch mehr OP-Schaden. You did it, Olli boy! Now we can set Alicia free! Yes, and bring your mother back. Mom. This is it, Oliver. Your big moment. Right.
Wo bin ich? Tröpfchen, Esther, Sven. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort, Leute? Wir sind mal ein bisschen gemein, machen einen kleinen Cliffhanger. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.